We've sunk an enemy aircraft carrier. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Saiyajin von IA und heute schauen wir uns so wie jeden Monat am Anfang das Blitzpaarschiff an, beziehungsweise eins der beiden Blitzpaarschiffe, denn das andere, ja, das wird morgen in dem Video kommen. Wir schauen uns die schwarze Farragut an und ja, ich habe mir den erweiterten Blitzpass geholt, weil Gründe, logischerweise. Ich krieg die historische Tarnung, ich krieg einen Holze, den hatte ich ja vorher schon, aber trotzdem, ich krieg einen Holze, ich krieg einen Boost in den Stufen, ja, dass ich schneller vorankomme. Das ist jetzt für mich, weil ich Content produziere, relativ wichtig, dass ich relativ schnell zur Stufe 40 komme. Genau, das sind so die Gründe. Ich bin der Meinung, dass der Blitzpass dieses Mal auch sich lohnt, aber der Einfache tut's auch. Also die schwarze Farragut lässt sich auch ohne historische Tarnung fahren. Und ja, wer Holzi noch nicht hat, der ist ein schöner Kapitän. Meiner sitzt auf Adesmo, deswegen ist es eher nicht so der Zerstörerkapitän, aber ja, hat einen kleinen Grund, warum ich den benutzt habe. Aber schauen wir uns jetzt mal das Schiff an sich an. Wir gehen direkt in den Vergleich. Ich habe nur zwei Schiffe dieses Mal im Vergleich drin, nämlich die schwarze Farragut und die normale Farragut. Was einem direkt auffällt ist, die Farragut hat auch drei Engine Booster, aber eins. Wir kriegen bei der schwarzen Farragut Engine Booster 2. Die normale Farragut hat auch einen normalen Nebel 1, zweimal. Wir kriegen hier diesen kurzen, ja, diesen kurzen Nebel, der eine Nebelwand für 5 Sekunden legt und der bleibt dann für 16 Sekunden. Ja, also ist besser als dieser Fuel Smoke, aber ist nicht der beste Nebel, den es gibt. Wir kriegen ein Radar und das ist extrem hilfreich auf dieser Stufe. Also, ich meine, es ist immer hilfreich eigentlich, aber gerade auf T6 ist es der Hammer. Also, das macht das Schiff wirklich um einiges besser. Wenn wir uns jetzt die beiden Schiffe mal so im Vergleich angucken, Stock ohne Tarnung, ohne Module drin, ist klar, sehen wir, da verändert sich nicht so viel. Wir haben hier eine bessere Traversegeschwindigkeit. Ja, 0,2 Grad mehr. Die Türme drehen sich 3 Grad schneller pro Sekunde. Und ja, das ist es erstmal hier weit. Wir bleiben mal kurz hier in dem Sektor, denn wer die normale amerikanische DD-Linie fährt, es gibt ja nur eine, aber wer die amerikanische DD-Linie fährt, der weiß, dass die amerikanischen DDs ziemlich starke Geschütze haben. Und das ist auch schon in dem T natürlich der Fall. Die Farragut hat 127 mm Geschütze, 5 Sekunden Nachladezeit, 7,7 Kilometer. Brandwahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber wir haben eine ziemlich gute AP. 402 und der Durchschlag ist halt extrem gut. Ne? Zitadellen, Schadensrate, ja, ich habe mit der Farragut noch keine Zitas geschossen. Torpedowerfer. Hier wird es jetzt ein Stück weit interessant, weil die Farragut mehr Torpedoreichweite kriegt. Wir haben sonst 533 mm Torpedowerfer, 2x4, das heißt 8 Stück, 51 Sekunden laden die nach, 3300 Damage und dann haben wir 0,6 Kilometer mehr. Ja, das bringt schon einiges, denn wir sehen, Stealth-Torpen ist bei der normalen Farragut ein bisschen schwierig, bei der schwarzen Farragut hingegen geht das eigentlich sogar relativ gut. Flak bleibt gleich, Oberflächenortung 5,8 Kilometer. Genau, die Werte jetzt hier in der Tabelle sehen, glaube ich, ein bisschen anders. Genau, weil ich jetzt halt schon Module drin habe. 7,48 Kilometer. Ich glaube, das ist wegen der historischen Tarnung. Schauen wir uns gleich an. Aber ja, das ist so der allgemeine Vergleich zwischen den beiden Schiffen. Wir schauen uns einmal kurz. Das haben wir uns schon angeschaut. Wir schauen uns einmal kurz an den Elite-Bonus. Man kann wählen zwischen Hitpoints, maximaler Geschwindigkeit und Torpedowerfer, Drehgeschwindigkeit oder Hauptbatterie-Drehgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit und Großkaliber-Flakschaden. Ich habe mich für die Zerstörer-Modernisierung, wahrscheinlich auf Deutsch, ja, entschieden. Da ich das Schiff eigentlich mehr als ein Torpedoboot fahre, im normalen Fall. Ja, wir werden jetzt gleich aber zwei Gefechte sehen, da war das schwierig. Die habe ich aber mit Bedacht gewählt, die Gefechte.
Genau, historische Tarnung, Hauptbatterie-Reichweite, Torpedo-Reichweite, bessere Drehbeschleunigung und Oberflächenortung. Das heißt, ihr kriegt minus 4% Oberflächenortung mit der historischen Tarnung nochmal oben drauf. Das ist extrem hilfreich. Wir haben Kampfehrung. Zwei Gefechte gefahren, ja, auf diesem Account. Zwei Gefechte gefahren. Wir brauchen 5 und danach 2 Schiffe in einem Gefecht zerstören. Also ich habe sie vorher schon getestet, deswegen... Ich habe jetzt die beiden Gefechte gespielt und habe die nebenbei aufgenommen und ich habe die auch für gut empfunden als Review. Genau, Supplies ist wie immer das gleiche. Equipment habe ich mich für die Torpedowerferdrehung entschieden. Dann für die Beschleunigung und einmal für die Oberflächenortung. Wie gesagt, ich probiere die Farragut eher wie ein, wie ein Torpedoboot zu spielen und nicht immer wie ein Gun-DD. Allerdings kann die Farragut beides. Also sie kann Torpedoboot spielen und auch Gunboot. Beim Gunboot muss man halt nur ein bisschen aufpassen, wie immer, weil, naja, man ist halt offen und als DD immer offen sein, dann verliert man halt diesen Torp-Bonus. Genau, das sind so die Sachen bis jetzt. Mein Kapitän habe ich euch eben schon gezeigt. Das ist jetzt nicht ideal geskillt. Ich habe Hausseher aber raufgepackt wegen dem Adrenalinrausch, weil ich gehofft habe, dass mein Schiff 33%, weniger als 33% der maximalen HP bekommt. Schauen wir uns in den Gefechten jetzt mal an. Wie gesagt, 2 Stück sind es geworden und man sieht da eigentlich, finde ich, ganz gut, wie man mit der Farragut, worauf man achten muss bei der Farragut, aber wir schauen uns das jetzt mal an. Erstes Spiel, wir haben einen Träger im Spiel, Independence, Fuso, Ramat, Emerald und wir in der schwarzen Farragut gegen Independence, Nürnberg, Ramat, Icarus und Ansan. Wenn man jetzt gleich sieht, wie das Schiff gegen eine Nürnberg performt, muss ich ehrlich sagen, ich war da etwas überrascht. Ich habe es nicht erwartet. bei einer Nürnberg als Zerstörer halte ich mich eher lieber fern, weil ich nicht unbedingt Lust habe, direkt rausgenommen zu werden. Und das war hier ein Tick anders. Allerdings wurden wir sowohl von der Nürnberg als auch von der Ramat ziemlich ignoriert irgendwie. War interessant. Hier sind wir wieder 7,49 Kilometer Reichweite und was das mit unserer Oberflächenortung letztendlich so, wie das aussieht. Es spielt sich ziemlich gut, finde ich. Also, wenn man jetzt auch mal ein Gefecht hat, wo man tatsächlich mal reines Torpedoboot spielen kann, macht das Spaß. Deswegen. Aber diese beiden Gefechte zeigen gut, wann man in der Farragut ein bisschen Probleme bekommt. Und das zeigt vor allen Dingen, dass ich absolut kein DD-Profi bin übrigens, ja? Also bevor jetzt hier irgendjemand ankommt und mir sagen will, hier hast du das falsch gemacht und da hast du das falsch gemacht, ja, das ist gut möglich. Also DD-Fahren ist absolut nicht meine Stärke, denn dann hätte ich jetzt einfach mal gewartet. Aber habe ich nicht. Und hab dann halt auch nochmal mitten auf die Nürnberg draufgeschossen und aber wir sehen, wir machen Vollpens tatsächlich, also gegen die Nürnberg, ich meine, sie ist auch relativ nah dran, aber trotzdem finde ich das schon irgendwie beachtlich, dass man halt mit einem DD, einem Kreuzer, auf so eine Entfernung halt dann Vollpens macht. Und die Icarus, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist halt ein DD, der ist halt echt schlecht gepanzert, gell? Deswegen. Aber auch jetzt ist er ein bisschen weggefahren, auch da. Also immer noch Vollpens. Und da hat man Wustex wieder Spaß gehabt. Ich liebe das manchmal. Also es ist echt. Ich weiß nicht, was das Programm dann denkt. Also da drücke ich vorne rechts, links oder sowas und er denkt sich, oh ja, wir springen mal hin und her. Und ich habe ein bisschen die Icarus übersehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der jetzt da so lang fährt. Und jetzt hinter mir die Ramat, da habe ich in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist vorbei. So, okay. Jetzt kannst du es eigentlich auch direkt lassen. Und das ist jetzt natürlich extrem ärgerlich, weil ein Torpedo-Hit in dem DD tut halt einfach weh. Es tut halt einfach weh. Es ist ärgerlich dann in dem Sinn. Da sieht man, die Beschleunigung reicht irgendwie immer noch nicht ganz aus. Aber
Es hat gereicht dafür, dass ich nur ein Torpedo mitgenommen habe. Ohne das Beschleunigungsmodul zum Beispiel hätte ich dann, ja, weiß ich nicht, sagen wir, 2-3 Torpedos wahrscheinlich mitgenommen. Jetzt nur einen. Also es macht in dem Sinn schon, in dem Fall schon einen Unterschied. Und hier, ich bin doch die D-Profi. Ich habe also nie was anderes gesagt hier. Dafür ist es jetzt sehr praktisch, dass wir den Nebel haben und dass wir das Radar haben, denn jetzt können wir die Kurs einfach wieder aufklären. Und denkt sich, okay, wir können jetzt, oder ich kann jetzt eine Weile hier unentdeckt fahren. Nö. Sorry, kannst du nicht. Und jetzt hier musste ich mal kurz ein bisschen darauf achten, dass ich nicht ihn beschieße, sondern dass ich nicht wieder ein Torpedo abkriege, weil hätte ich wieder ein Torpedo abgekriegt, wäre es knapper geworden. Und hier, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es ihn trifft, aber manchmal hat man Glück. Manchmal fahren die Leute doch rein in die Torpedos und ja, da ich jetzt eh außerhalb der Reichweite von allen möglichen anderen bin, ist es auch egal, ob ich jetzt meine Torpedos auf die Icarus abwerfe oder nicht, weil, wie gesagt, eventuell fährt er rein, dann habe ich eine bessere Chance, den Fight zu gewinnen. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Also, weil die Ramat werde ich definitiv nicht mehr torpen können. Da sind zwei Kreuzer, die auf den schießen und soweit ich das richtig gesehen habe, sah der auch nicht mehr ganz so fit aus. Man sieht es von hier schon, also die Struktur des Schiffes zeigt schon, ja, nein, da ist nicht mehr viel dran. Und da kommen Torpedos und das war's. In dem Sinn, warum keine Torpedos auf den Weg schmeißen? Jetzt passiert erstmal für eine ganze Weile lang gar nichts, deswegen würde ich sagen, springen wir im Video mal ein Stück nach vorne. Jetzt sind wir so langsam wieder in Reichweite für den Träger, allerdings haben wir jetzt halt auch ein Schlachtschiff direkt neben uns stehen und die Independence brennt. Wenn der Träger jetzt noch einen Brand verursacht hätte vielleicht oder so, dann hätte ich gesagt, okay, hätte knapp werden können, hat er aber nicht. Und von daher, man sieht jetzt hier auf dem Träger gibt es auf die Entfernung keine Vollpens, sondern nur, ja, sind es Halfpens, glaube ich. Da fehlt dann doch einfach ein bisschen der Durchschlag, aber die Independence hat auch ein relativ starkes Flugdeck. Insofern ist es okay für mich. Das ist die Nachmacherflotte. Und wir gehen mit, ja, ein bisschen über 30k aus dem Gefecht raus. Jetzt nicht überragend. Zweiter sind wir damit geworden. Ist jetzt keine überragende Leistung, wie wir sehen. Die Ramat hat 64k, ne? Und 4 Kills. Aber man hat gesehen, dass das Schiff ein bisschen Probleme hat. Ja. Auch im direkten Kampf gegen die Icarus zum Beispiel. Dadurch, dass die Drehbeschleunigung nicht ganz so gut ist und die Beschleunigung, die normale, auch nicht unbedingt. Aber wir werden uns jetzt noch das zweite Gefecht anschauen. Da war es nämlich auch nicht einfach, aber es gab ein interessantes Ende. Zweites Gefecht. Weser, Chinop, Gneisenau, Atlanta, Pensacola, Jervis und Schwarze Farragut gegen Löwenhardt, Gneisenau, Brooklyn, Gokase, Scorn, Akatsuki und Leone. Was man jetzt direkt sich schon am Anfang halt im Kopf behalten kann, ist, wir haben halt Goldener Kanal und ja, Zentrumsherrschaft. Heißt, wir werden relativ nah an DDs rankommen und wir haben zwei DDs im Gefecht, die Nebel haben. Die Leone und die Akatsuki. Und dafür ist halt dieses Radar schon echt hilfreich. Ich habe erst überlegt, ob ich Kinkade draufsetze. Hello. Für noch ein zweites Radar, dass ich halt flexibler bin. Aber habe ich letztendlich doch nicht gemacht, weil ich halt immer, auch in den Gefechten, wo ich das Schiff vorher schon getestet habe, habe ich immer irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich irgendwie mal unter 33% komme, dass ich sehe, ob das irgendwie einen Impact hat. Aber ich bin leider nie unter 33% der CP gekommen. Irgendwie wollten die Gegner immer nicht so. Ich meine, ich hätte auch einfach nicht heilen können, aber dann kann es halt auch mal schneller vorbei sein, als man denkt. Da sehen wir jetzt schon, die Leone direkt kommt ran. Ich habe erst überlegt, na, schieße ich drauf oder nicht, aber der zeigt halt echt schön breit. Aber irgendwie habe ich den da nicht erwischt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich ihn erwischt. Wow, aber ja. Das soweit. Und jetzt hier einmal Torpedos Richtung Gneisenau geschmissen, weil die so aussieht, als würde sie halt einfach gerade durchfahren. Und ja, wie gesagt, einfach mal reintauchen. Es hindert eventuell auch einfach mal andere Gegner davon oder daran, einfach mal reinzupushen, ja?
Wir haben zwei Torpedotreffer nur gemacht, leider. Ich hatte gehofft, es sind ein paar mehr, aber er hat sich irgendwie... Ja, er ist zu spitz gefahren dafür, dass wir da irgendwie gut was treffen konnten. Und ja, das ist höchstwahrscheinlich jetzt hier eine Leih-Atlanta, denn keine Tarnung und voll gegen Berg gefahren. Genau das, was man mit der Atlanta nicht machen sollte. Ach ja, über dies wollte ich auch jetzt bald auch nochmal ein Video machen. Das wird spaßig. Ich liebe die Atlanta. Ich liebe die Tokachi, ich liebe die Atlanta. Das sind so schöne Kreuze auf T7. Bin überlegen, ob ich irgendwann nochmal so ein Video mache. So meine Favorites auf jedem T, einmal Premium und einmal Tech Tree. Nun könnte ich mich halt auf T7 nicht entscheiden, ob ich jetzt Atlanta oder Tokachi nehme. Vielleicht kann ich auch beide in die Liste packen. Wer weiß. Aber jetzt hier, die Scorn ist schön stehen geblieben. Und rechts steht jetzt die Leone und wir erinnern uns, die Leone hat Nebel. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Leone schon ihren Nebel benutzt hat. Deswegen, ich fahre jetzt einfach mal näher ran und da ist der Nebel. Das heißt, nochmal einmal drauf geschossen, wir zünden unser Radar, nebeln uns selber, weil die Scorn wird wahrscheinlich nicht jetzt ihr Radar anmachen, möglicherweise. Aber auch erstmal schön aus dem Nebel rausgefahren, Vollprofi. Und jetzt müssen wir halt nur darauf achten, dass wir nicht irgendwie die Scorn aus dem Blick verlieren, dass die uns irgendwie unerwartet torpt oder sowas. Aber er hat auch gar nicht auf uns getorpt, tatsächlich. Jetzt, bevor er hinter den Felsen fährt, nochmal probieren, ein paar Schüsse drauf zu kriegen. Allerdings habe ich mich da ein bisschen zu sehr rausgedreht, leider. Aber wir haben ihn noch ein paar Mal erwischt. Jetzt allerdings können wir nicht mehr so viel machen. Weil wir sehen jetzt, wir haben noch zwei DDs. Der eine DD ist ganz unten rechts am Kartenrand. Der andere DD sitzt hier bei uns hinterm Felsen. Dann haben wir einen Kreuzer oben hinter einer Insel sitzen und ganz oben am Kartenrand ist der Träger. Das heißt, zum Träger werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Bei der Akatsuki unten rechts müssen wir es gar nicht probieren. Die Scorn, eventuell bekommen wir die, weil jemand anders die vorbereitet. Die Atlanta zum Beispiel. Ja, und tatsächlich kriegen wir sie nicht. Ja, okay. Aber jetzt auch da hinten, die Löwenhart zum Beispiel. Und da habe ich mich in der Situation ein bisschen verschätzt, weil ich dachte, die ist zu sehr abgelenkt von der Gneisenau. Und sieht eventuell nicht, dass ich jetzt auf sie torpe. Ja, aber natürlich hat das gesehen, weil... Ja, also... Ja, was heißt natürlich? Manche Leute sehen das auch nicht, aber... Die meisten Trägerfahrer können das. Die haben halt den Überblick und sehen das dann. Auch wenn er ohne Tarnung fährt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er die vielleicht aus der Kiste gezogen hat. Gab es ja gerade in der Kiste, die Löwenhart. Ja, weil wenn er die damals im Blitzpass gekriegt hat, dann hat er auch die andere. Ach, anyways. Ich glaube, das ist einfach einer, der die Löwenhart gezogen hat. Und aber trotzdem, es kann auch ein Trägerfahrer sein, der schon ein paar Träger gefahren ist und grob weiß, wie es funktioniert. Und als ich gesehen habe, dass wir mit der Leistung Gefechtsstern geworden sind, ich musste so lachen. Ich saß hier, ich habe es aufgenommen, ich habe im ersten Moment drauf geguckt und ich musste einfach nur lachen. Weil mit 29k und einem Kill, ach Leute, was hat denn der Rest gemacht? Ja, also ich meine, klar, wir haben irgendwie 280 Teamplay-Punkte oder so? 260. 260 Teamplay-Punkte, aber guckt es euch mal an, ne? Also 23k mit Geschützen, 5 mit Torpedos. Und das ist der Endscreen, also der Endscore so. Ach ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also irgendwie, Gneisenau ist halt auch nur durchgefahren, um Träger zu jagen. Aber naja, so ist das. Wir sehen, die Leone konnte nicht viel machen. Dadurch, dass wir ihn auch nochmal aufgeklärt haben. Scorn wurde gut von Atlanta und Meda behakt. Ja, das ist der Überblick über die Farragut. Dann schauen wir mal uns im Fazit an, ob sich das Schiff lohnt oder nicht. So, kommen wir zum Fazit. Schwarze Farragut. Lohnt es sich ja oder nein? Ich habe, wie gesagt, am Anfang schon gesagt, ich finde, der Blitzpass an sich lohnt sich schon. Wenn dieses Schiff irgendwann mal als Angebot oder in der Werft kommt, etc., kommt auf den Preis drauf an. Für Kupfer, ich muss mal kurz schauen, gerade ist die schwarze Fußschule ja, glaube ich, in der Werft, gell? Schwarze Fußschule 45. Ich würde sagen, das ist zu viel Kupfer für die schwarze Farragut. Wenn die Farragut unter dem Preis angeboten wird, würde ich sagen, ist okay. Ansonsten tut es definitiv auch die normale Farragut. Ihr habt einen vernünftigen Nebel. Ihr habt auch einen Maschinenboost. Ihr habt halt kein Radar.
Und könnt halt das Schiff nicht unbedingt so als Captain-Trainer benutzen. Aber trotzdem finde ich, ist die normale Farragut auch keine schlechte Wahl. Die schwarze Farragut gefällt mir wegen des Radars halt extrem gut. Und ja, deswegen würde ich sagen, für den richtigen Preis ist das Schiff in Ordnung. Macht Spaß und ja, der Blitzpass, wie gesagt, lohnt sich in meinen Augen. In dem Sinn, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt gern einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Schaut gern bei den nächsten und auch bei den letzten Videos vorbei, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!